Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf dem Kanal. Und zwar ist das die Mulchian-Liga, die in eine kleine Minisaison startet, bevor das neue Spiel rauskommt. Insgesamt sind es 5 Rennen. Wir starten in Brasilien. Danach geht es immer weiter, welche Strecke am meisten gewotet wurde, weil die Fahrer wurden gefragt, welche Strecken sie fahren wollen. Und das Saisonfinale ist Spa. Den Rennkalender kann ich euch mal vielleicht irgendwo verlinken. Wir gehen direkt in die Quali-Runde. Das Coole an dieser Liga ist noch, was ich noch sagen wollte. Wir fahren komplett ohne Fahrhilfen und das macht die Herausforderung so groß. Im Qualifying gab es eine zusätzliche Herausforderung und zwar kam Meldung, direkt nach 5 Minuten soll es anfangen zu regnen. Deswegen ging es direkt raus auf die schnelle Runde. Hier sehen wir eine 1.12.7, die war noch nicht gut. Jetzt kommt meine richtige Runde. Aber schon die erste Kurve sitzt nicht perfekt. Natürlich, man hat ein bisschen Druck, man hat Fahrzeuge überall, 20 Autos auf der Strecke, keine perfekte Voraussetzung. Aber immerhin schon mal eine Verbesserung im ersten Sektor. Okay, den Bremspunkt nicht verpassen. Einigermaßen sauber erwischt die Kurve, aber der erste Sektor war nicht gut bis jetzt. Die Pole, die momentan 1.10.6 ist, werde ich sowieso nicht erreichen. Aber trotzdem, hier haben wir jetzt Silent Pain vor uns, der uns zum Glück sieht und Platz macht. Und im Mittelsektor, hier habe ich in der Runde zuvor einen Fehler gemacht, machen wir direkt Zeit gut. So eine ganze Sekunde vor unserer letzten Runde. Aber jetzt haben wir schon das nächste Fahrzeug vor uns und das ist der Sauber von Micha. Das will man im Mittelsektor nicht unbedingt haben. Für die letzte Gerade kann es vielleicht sogar ein Vorteil sein. Momentan 9 Zehntel besser als zuvor. Es wird keine super Zeit, aber mal schauen, ob es uns immerhin in die Top 5 werfen kann. Jetzt den Windschatten ausnutzen, der irgendwie nicht so richtig reinzieht. Ich habe auch viel Flügel drauf. 7, 6, das ist ziemlich viel, deswegen verlieren wir auf der letzten Gerade mal ein wenig und eine 1.11.9 steht am Ende nur dort. Reicht gerade so für Platz 5 momentan und am Ende so nur für Platz 6. Okay, die ersten 3 mit den 1.10er Zeiten hätten wir eh nicht kriegen können. Unser Teamkollege Philipp auf Platz 4, Mulchian auf 5 und den hätten wir vielleicht kriegen können, aber Platz 6 immer noch gut, wenn man sich so anguckt, wie viel eigentlich schief gelaufen ist in der Runde. Dann noch Silent Pain direkt hinter uns, Flodrum, Petea und Quax. Auf Platz 10, auf Platz 11 und 12 die beiden McLaren Honda, allerdings auch schon 2 Sekunden knapp hinter der Superzeit von Marc. Auf der zweiten Hälfte haben wir dann noch auf Platz 15 Sakura, der auch dabei ist, auf Platz 17 Carelines und auf Platz 21 Swaggy, der keine Zeit geschafft hat. Man muss dazu sagen, wir fahren auch auf streng und gerade in diesem Chaos eben verständlich, dass man da auch mal keine Runde hinbekommt. So, es geht los im Rennen. Ich habe leider zu spät auf Breit gedrückt. Hier muss ich nochmal kurz die Schaltgetriebeempfehlung ausstellen, weil der Host ein bisschen gehorstet hat. Und ja, jetzt geht's los in die Aufwärmrunde. Full-Wet-Bedingungen, ihr seht, das ganze Rennen soll nass werden. Als wäre es nicht schon schwer genug für einige, ich bin es gewohnt, aber einige fahren das erste Mal oder haben gerade erst angefangen, ohne Pfeifen zu fahren. Für die ist natürlich direkt die größte Herausforderung. Aber mal schauen, wie es wird. Man kann einiges an Chaos erwarten. Aber Hauptsache, der Start geht gleich erstmal gut. Und hier das Malheur der Aufwärmrunde. Mulchian fährt Philipp hinten drauf. Ich bremse ab. Kriegt dann selbst einen von Silent Pain hinten drauf. Ja, und wir werden alle resettet. Blöd. Aber okay. Ich springe damals direkt zum Start rüber. Wir sehen die letzten Fahrzeuge fahren in ihre Box. Das letzte Mal durchatmen, bevor es gleich losgeht. In den ersten WM-Lauf dieser, ja, Sprintserie kann man sie eigentlich schon nennen. Und dann nochmal volle Konzentration. So, jetzt gehen die Lichter an. Wenn sie wieder ausgehen, ist das Rennen freigegeben. Ganz vorsichtig mit der Traktion und los geht's. Der Start war okay, hätte besser sein können. Philipp geht vor uns, zählt mal die Wand, aber überlebt es irgendwie. Jetzt innen neben Mulchian. Das geht gut. Platz 4 direkt mal geholt. Zwei Plätze gut gemacht, im Hintergrund kurz gelb. Da hat sich wohl ein Auto gedreht. Und jetzt die lange Gerade runter. Hinter uns ist Mulchian, der auch an Philipp vorbeigegangen ist. Natürlich bei diesem Fehler und vor uns rutscht Nameless ein bisschen raus und wir können Platz 3 übernehmen. Besser kann es kaum laufen.
Und jetzt in den Mittelsektor. Der Mittelsektor müsste uns liegen. Wir haben mit am meisten Flügel drauf. Und das müsste im Mittelsektor natürlich ein riesiger Vorteil sein. Gerade bei diesen Wetterbedingungen. Man sieht es ja auch schon. Wir kommen direkt dran an Marek und Marc. Aber wir müssen uns, glaube ich, daran gewöhnen, die beiden eher von hinten zu sehen. Weil es überholen wird natürlich schwer, wenn die weniger Flügel drauf haben. Gerade wo es kein DRS gibt. Aber das Wichtigste ist erstmal, sein Auto auf der Strecke zu halten. Wir sehen schon hier ein kleiner Fehler eben gewesen. Hier auch wieder ein bisschen rausgerutscht. Das Hauptziel ist erstmal, das Auto auf der Strecke zu halten. Und wir haben jetzt schon Nameless hinter uns, glaube ich, auch weniger Flügel fährt. Das könnte auch schwer werden, den hinter uns zu halten auf der Geraden. Der wäre eigentlich sowieso vor uns gewesen, hätte nicht seinen Fehler gemacht. Und Marek biegt in die Box ab. Marek hat sich vor dem Flügel kaputt gefahren. Und wir lassen Nameless durch. Kurzzeitig mal auf Platz 2 gewesen. Jetzt sind wir wieder Dritter. Jetzt steht Karl Toffel, der schon vor Rennstart ausgeschieden ist. Und auf der Minimap sehen wir auch ein Auto, was an der Grosjean-Stelle steht. Aus der 16er Saison. Da hat sich wohl jemand gedreht und der kommt überhaupt nicht mehr in Fahrt. Das fällt ganz schön auseinandergerissen an manchen Stellen. Wir sehen auch, dass Marek wieder aus der Box kommt. Und auf dem vorletzten Platz dann, also auf Platz 20 zurück ins Feld kommt. Das heißt, ein Konkurrent hat sich schon mal mehr oder weniger selbst ausgeschaltet. Aber das Rennen ist lang und es kann so viel passieren. Gerade für mich, wo ich letzte Zeit nicht so viel auf 1 gespielt habe. Da sind diese schwierigen Bedingungen echt nicht einfach. Hinter uns haben wir Philipp, der jetzt auch wieder auf Platz 4 ist. Und der wirkt eigentlich sehr schnell. Wir sehen schon seinen Näherungspfeil. Der wird sich wohl auch gleich an uns annähern. Aber immerhin können wir das Tempo noch mitgehen. Wir sehen hier Mittelsektor Bestzeit. Ja, das ist der Sektor, wo unser Flügel uns den Vorteil bringt. Aber natürlich, auf der Geraden ziehen sie wieder so weg. Da haben wir keine Chance. Und 1,25,4 für uns und Nameless 1,24,7, eine starke Runde. Und Caroline ist aus dem Rennen. Schade. Der erste F1-Bro hat das Rennen aufgeben müssen. Wie es aussieht in der letzten Kurve. Da sieht man unten den Punkt auf der Minimap. Caroline ist damit raus. Schade. Und hier ein kleiner Fehler, das kostet Zeit. Der Anschluss an die beiden Führenden ist jetzt so ein bisschen davon. Wir müssen jetzt im Mittelsektor versuchen, wieder ranzukommen. Und der Näherungsfall von Philipp ist schon wieder da. Da der nächste kleine Fehler. Bisschen unruhig gerade. Bisschen schlechter Ausgang. Und Philipp klebt uns im Arsch. Mal schauen, ob das Renault-Team da eingreift. Ah, der nächste Rutscher, das ist gerade nicht gut, was hier gefahren wird. Jetzt letzte Kurve, immerhin die mal wieder einigermaßen vernünftig erwischt, auch wenn der Quersteher im letzten Sektor nicht ohne ist. In der letzten Kurve. Und jetzt ist Philipp ganz nah dran, der wird bestimmt gleich vorbeigehen. Wir schalten zwar auf Fett um, aber Philipp hat die Innenbahn und ich glaube, er traut sich später zu bremsen. Ah, wir bremsen später, aber zu spät. Neben der Ideallinie, leichtes Spiel für Philipp. Hier hätten wir nochmal reinhalten können, aber das wäre unnötig gewesen. Lassen ihn ziehen. Und ja, damit auf Platz 4. Hinter uns aber eine relativ große Lücke. Und vielleicht können wir mit Philipps Windschatten uns wieder an die ersten 3 ranarbeiten. Und Marek zeigt, dass er eigentlich mit in den Top 5 gehört. Schnellste Rennrunde für ihn. Aber er ist leider ganz hinten. So, Wiederholung vom Start. Hier haben wir die Sicht von Mulchian, der mit seinem Mod unterwegs ist, den GameGeek ihm gemacht hat. Und die Videoqualität ist leider nicht so gut, weil es aus dem Stream ist. Es sieht eher aus wie eine Kartoffel, aber wir sehen links, wie Philipp wegfliegt. Alles gut, ich sehe es. Und dann sehen wir, wie wir ihn außenrum überholen hier. Da hast du ein bisschen zu weit hinzugemacht. Attitude. Ja, Mulchian Start war solide, kann seine Position halten, ein Renault überholt, einen vorbeigelassen. Hier ist Silent Pain, der hinter uns gestartet ist. Der kam gut weg, bessere Traktion als wir. An Philipp geht er automatisch auch vorbei, weil der herausrutscht. Aber
dann wieder rausgedrückt vom Ferrari und berührt dann auch noch Philipp. Hat er insgesamt dann einen Platz verloren. Und wieder zurück im Live-Bild in Runde 5. Ja, ein bisschen Anschluss verloren und Defcon ist raus, Safety Car auf der Strecke. Das erste Safety Car in diesem Rennen. In Runde 5. Zwei Ausfälle haben wir schon zu verzeichnen. Ich springe jetzt aber gleich mal direkt ans Ende der Safety Car Phase, weil ist ja nicht interessant zuzugucken, wie wir da hinterherfahren. Und wir sehen, Silent Pain ist mittlerweile hinter uns. Steele hat die Session verlassen, der war aber gar nicht im Rennen dabei, also nicht wundern. Der hat nur zugeguckt. Und jetzt geht's los. Es ist der Begrenzer aktiv. Ich weiß nicht, was Koopmans das da macht. Aber das Tempo wurde begrenzt vom Spiel. Einige durften früher losfahren als andere. Zum Beispiel hat Philipp hier einen schlechten Restart erwischt, ohne was dafür zu können. Aber wir können nicht davon profitieren. Er wird jetzt knapp hinter uns. Da sehen wir Näherungspfeile von Mulchan. Und Philipp schickt Nameless raus. Wir können uns neben Nameless setzen und machen dann Platz gut. Platz 3 wieder. Da hat Philipp den Weg für uns freigeräumt. Mulchan geht auch noch am Nameless vorbei. Ah, der hat Pech, der Junge. Der war so schnell unterwegs. Aber fällt jetzt wieder nach hinten zurück. Wir auf Platz 3. Es läuft eigentlich relativ gut. Wir haben zwar wieder schon relativ viel Rückstand auf die Fahrer vor uns. Aber für wenig Vorbereitung ist das schon okay, hier ums Podium mitzukämpfen. Und wer weiß, was noch passiert. Wir haben noch so viel Zeit. Im Mittelsektor holen wir wieder ein bisschen auf, aber ja, der Ausgang hier war nicht gut und auf der langen Geraden werden wir das gleich alles wieder verlieren. Aber das Wichtige ist, wenn man guckt, in Mulchan schon 1,2 Sekunden hinter uns. Das ist wichtig, dass wir nach hinten uns Luft verschaffen. Aber wir sehen, wie schwer die Traktion hier ist. Wir sind im fünften Gang und das Auto ist immer noch teilweise quer. Das ist schon schwer. In echt jetzt hier bestimmt einen Safety Car geben. Und Marek ist draußen. Marek ist aus dem Rennen. Ah, ärgerlich für ihn. Mal schauen, was da passiert ist. Wir bekommen da gleich auch einen Replay. Er steht da auf der Startziel gerade vorm letzten Knick. So, jetzt kommt's. Er ist hinter Sturm. Der Flüge von rechts gleich beschädigt. Oh, der Quersteher hier schon. Aber er kann das Auto halten. Jetzt ist er rechts neben Sturm. Oh, und der verliert das Auto und kickt Marek aus dem Rennen. Oh, ärgerlich für ihn. Hier noch der Restart aus Mulchans Pixelsicht. Wie er da innen fast bei uns reingestochen wäre. Und dann an Nameless vorbeigeht, der eine schlechte Traktion hatte. Und hier auch die Sicht von Silent Pain beim Restart. Der zuerst das Auto verliert, das DRS-Schild auch noch mitnimmt. Dann direkt vom Mulchan überholt wurde. Kein guter Restart für ihn. Und jetzt kommt auch noch rechts sein Teamkollege, der ihn rasiert. Zum Glück ist der Schaden auf komplett und nicht auf Simulation. Dadurch bleibt immer in der Flügelheide. Aber ärgerlich für ihn. Wir sind wieder im Live-Bild in Runde 12. Denn das Tempo von Philipp und Marc können wir nicht mitgehen weiterhin. Und auch Nameless kommt hinten langsam wieder näher ran. Dahinter ist immer eine ziemlich große Lücke. Das ist gut für uns. Ah, man darf sie so eine großen Fehler nicht erlauben. Zum Glück keine Verwarnung bekommen. Aber das ist natürlich blöd. Und Micha ist draußen. Der nächste Fahrer, wir sind da unten Ende der langen Geraden. Hat's gekracht, zwei Autos sogar im Aus. Einer kann weiterfahren, der andere ist dann wahrscheinlich Micha. Mal schauen, ob es das nächste Safety Car gibt. Ja, sieht nicht so aus. Wir bekommen auch hier eine Wiederholung, das heißt, derjenige muss aufgenommen haben. Oh, es ist Silent Pain, der zumindest drauf hat, was passiert ist. Er ist hier neben Micha, die gerade runter. Außen, sagt mir nicht, doch, Micha kommt zu weit rüber. Vielleicht war es auch ein Synchro-Fail, ich will es nicht beschreien. Auf jeden Fall kollidieren Silent Pain und Micha.
Für Sam Payne geht zum Glück weiter, aber Michas Rennen ist beendet. Wir sind zurück im Live-Bild. Uns kam tatsächlich kein Safety-Car raus, aber es ist schon wieder gelb. Jetzt kommt ein Safety-Car raus. Vielleicht auch wegen der Trümmerteile. Da vorne steht ein Toro Rosso in der Wiese. Das ist Fabian. Der kann aber weiterfahren. Jetzt mal aufs Delta achten. Silent Pain hat die Session aufgegeben. Nur noch 15 Autos im Rennen. Ja, vielleicht kam Safety Car einfach nur sehr spät und war wirklich draußen wegen des Unfalls zwischen Micha und Silent Pain. Letzter Rad übrigens an der Box aufgegeben. Also kein weiterer Crash. Und jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, mal in die Box zu gehen. Marc bleibt draußen, aber Philipp und ich, wir gehen beide rein. Das heißt, wir müssen bei Renault wahrscheinlich stacken, aber das passt schon. Wir haben zwar Nameless hinter uns, der uns überholen wird, aber der wäre so oder so vorbeigekommen. Der ist deutlich schneller als wir, das heißt, das kann man verkraften. Wichtig ist nur, dass wir vor dem Toro Rosso von Fabian rauskommen. Der muss aber zum Glück die Nase wechseln. Das wird uns den entscheidenden Vorteil verschaffen. Er ist überrundet, deswegen wäre es blöd, wenn er uns im Weg steht. Und zum Glück kommen wir da auch dran vorbei. Leider fallen wir hinter Minecrafty zurück, der nicht in die Box abgebogen ist. Ja, das ist blöd, jetzt ein Auto zwischen uns und den Top 4 zu haben. Ja, was soll man machen? Wir springen direkt zurück zum Restart. Und der ist ganz okay. Wir sind auf Platz 5 wieder. Das ist noch irgendwer in die Box abgebogen in der Zwischenzeit. Und jetzt haben wir Minecrafty und Nameless direkt vor uns. Nameless versucht halt, der MNF1 anzugreifen. Schafft das aber nicht ganz, rutscht. Und Minecrafty kann außenrum auf der Verstappen-Linie vorbeiziehen. Starker Restart für ihn auf Platz 3. Aber ich glaube, Nameless will direkt wieder angreifen. Und er lässt ihn noch ziehen. Ja, die frischen Reifen bei Nameless geben natürlich viel mehr Grip. Und jetzt können wir vielleicht auch angreifen. Die Traktion war nicht so gut. Jetzt rutscht er sogar ein bisschen. Wir sind außen daneben und er lässt uns vorbei. Okay, vielen Dank dafür. Auf Platz 4. Und die Jagd auf das Podium kann damit erstmal noch weitergehen. Ja, leider wurde daraus nichts. Ich kann komplett bis ans Ende des Rennens springen. Philipp hatte sich zwischenzeitlich einmal gedreht, aber trotzdem kamen wir nicht an ihm vorbei. Und ja, das Rennen war sehr einsam. Ich bin endlich ganz alleine gefahren, habe nie jemanden gesehen. Und am Ende beenden wir das Rennen auf meinem Lieblingsplatz, dem 4. Ja, war eigentlich ein schönes Rennen. Wie gesagt, leider die ganze Zeit alleine gefahren, aber kann man verkraften. Hier das Ergebnis. Marc gewinnt 5 Sekunden vor Philipp, dann Nameless. Wir 15 Sekunden dahinter, Mulchen auf der 5, Sturm auf 6, Peter auf 7, Flotrum auf 8. Swaggy auf 9, allerdings hat er seine KI aktiviert, dessen wird er aus der Wertung genommen. Dann rutscht Minecraft den Platz auf und Sakura holt immerhin noch einen Punkt. Dann der neue 11. wäre dann Jannis. Unsere schnellste Rundenzeit ist eine 1:24.1. 4 Zehntel langsamer als Philipp, das ist okay. Hier nochmal die zweite Seite. Wir sehen einige Ausfälle. Unter anderem fällt da auf Caroline leider nur auf der 20. Ja, war ein schönes Rennen für mich. Hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, wenn wir in Singapur fahren. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.